soweit recht ansprechend, finde ich. Die Bestenliste wird angezeigt. Die Spieler mit den weniger Punkten als die Punkte, die wir im Spiel bekommen haben, werden angezeigt. Und dadurch kann der Nachname eingegeben werden. Und der Nachname wird gespeichert. Und die aus der Liste, die weniger Punkte haben, werden gelöscht. Mittlerweile habe ich auch diesen Schalterparameter übertragen, indem ich in der Vergleichsmethode einen Out-Parameter definiert habe mit dem Namen Schalter. Und der wird hier unten übernommen, wenn eben diese Prüfung einen Wert ergibt, geht der Schalter auf wahr. Und wie es bei dem Out so ist, kann ich ihn hier wieder abrufen und als Trigger definiert eben in diese Auswahl einfügen. Wenn also diese Auswahl eine wahr ergibt, werden 4, 5 und 2 nacheinander abgearbeitet. Das wäre eben hier 4 Namenseingabe, 5 Punkte speichern und 2 nochmal die aktualisierte Liste anzeigen. Wenn eben nicht, dann kommt eben die Schademeldung. Das können wir auch mal simulieren. Ich glaube, maximal sind jetzt 135, erreichen wir bei 45 in dem Spiel. Und da kommt die Schademeldung. Das Problem, was ich halt immer noch habe, was ich auch nicht mehr lösen kann, ist eben, dass Punkte speichern, was war es denn, was das? Ja, dass eben von Microsoft nicht vorgesehen ist, dass man hier hinschreibt, Delete my table, wer Punkte ist gleich Minimalpunkte. Das heißt, dass man die kleinsten Punkte, also den Datensatz bei den kleinsten Punkten auslöschen kann. Jedenfalls nicht als Subabfrage. Und solange wie mir da noch nichts anderes eingefallen ist, löscht er halt immer die komplett alle Punkte, die kleiner sind als die in der im Spiel erreichten Punkte. Gut, dann würde ich mal als nächsten Schritt das Ganze einbauen in mein Spiel und dann lade ich wieder einen kleinen Film hoch.